Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Gaming-Keller im Rocket Beans Hauptquartier in Hamburg. Seid gegrüßt, schön, dass ihr noch dabei seid oder vielleicht auch gerade eingeschaltet habt, denn wir haben wieder einen fantastischen Gaming-Abend vor uns gemeinsam und für alle, die sich fragen, ob das hier wirklich live ist, jawohl, es ist live. Alle anderen haben sich wunderbar in den wahrscheinlich schönsten Tag des Jahres draußen verzogen, mit Bierchen, Pläsierchen, schön auf Wiese mit der Fiese und ich selber darf hier im kühlen Keller sitzen. Ein Vorteil. Und mit euch zusammen heute Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition zocken. Ja, eigentlich ein relativ Monothema. Was war das? Ach Leute, jetzt kommen wieder die lustigen Geräusche aus der Regie. Gönnt ihr ihr Vergnügen. Ich tue es ja auch. Heute quasi fast schon so ein bisschen monothematisch der Tag. Wir hatten ja heute schon Kingsfield 4, für alle, die es gesehen haben, mit Dennis zusammen. Und da haben wir so ein bisschen versucht, den Urvater, nämlich die Kingsfield-Serie, der Souls-Serie, ein bisschen abzuklopfen auf das. Macht es heute eigentlich noch Spaß? Kann man das noch zocken? Was gibt es vielleicht für Parallelen? War eigentlich eine super Sache. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Bin aber wieder richtig reingekommen in das Ding. Und ihr könnt ja mal ins Reddit gehen, wenn ihr Bock habt und eure Meinung kundtun, falls ihr es gesehen habt, ob wir das vielleicht nochmal machen sollen. Denn ich hätte schon Bock daraus, vielleicht eine ab und zu mal stattfindende Serie zu machen. Denn das ist schon irgendwie so ein halber Klassiker, der irgendwie heute noch gut funktioniert. Finde ich zumindest. Und Dennis hat es, glaube ich, auch einigermaßen Spaß gemacht. So, Bloodborne hatten wir eben. Und bevor ihr euch jetzt fragt, mein Gott, ist das wieder hier die Gable-Invasion oder was? Das liegt einfach daran, dass hier ja auch mal Leute Urlaub machen müssen, wegfahren und so weiter und so fort. Und ich werde hier quasi aktuell immer noch so ein bisschen so durchgereicht wie so eine Thermoskanne mit Hackfleisch unter Fernfahrern. So fühlt sich zumindest manchmal an. Macht deswegen sehr viel, aber das wird sich auch alles widerlegen. Heute allerdings wirklich ein zockintensiver Abend mit mir. So, wir zocken jetzt ein bisschen die Scholar of the First Sin Edition, um jetzt genug vorgequatscht zu haben. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, das ist ja quasi die inoffizielle Game of the Year Edition von Dark Souls 2. Da sind alle DLCs drin. Das Ganze wurde nochmal grafisch ordentlich aufgehübscht, zumindest auf den Next-Gen- oder Current-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Es gibt ein paar inhaltliche Änderungen. Es gibt neu platzierte Gegner zum Beispiel, was extrem spannend ist. Da werden wir bestimmt auch ein bisschen was von sehen. Das fällt dann zumindest den Dark Souls-Experten auf. Und das Ganze macht einfach richtig Fates. Wer die alten Konsolen besitzt, der kommt nur in einen Bruchteil der Features leider rein. Aber auf der PlayStation 4 zum Beispiel, auf der wir heute zocken werden, ist es kein Problem. So, genug des Geredes. Ich bin auch online und ich habe mit meinem Charakter, wir können aber direkt mal eben gucken, aktuell Stufe 72 erreicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Werte sind, also diese Seelenlevel-Geschichte, damit man mit anderen Leuten zusammenzocken kann. Ich werde bestimmt auch mal Leute summonen, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, hat es auch und sagt, jawohl, wir probieren das einfach mal. Ich lege jetzt hier einfach mal mein Summoning-Sign. Denn hier sind jetzt, ich bin gerade in der verlorenen Festung, also ich habe ungefähr, weiß nicht, so 10 Stunden auf der Uhr, mein Charakter ist eben Level 72 und ich überlege gerade, wo ich jetzt als nächstes hingehe, hier gibt es zwei Bossgegner jetzt zu legen, in der Theorie zumindest, also vorher muss ich hinkommen und sie auch wirklich legen, naja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach unten in den Mondturm und versuchen uns mal am ersten Bossgegner, der hier ist, der glaube ich optional ist. Hier habe ich schon eingesetzt den Wahrheitsverkünder und dadurch habe ich diesen geheimen Mondturm hier quasi freigeschaltet. Ich glaube, jetzt ist es sowieso egal. Jetzt kann mir quasi keiner mehr helfen. Oder jetzt kann ich nicht mehr gesummoned werden, denn ich glaube, ich trete jetzt quasi in ein Spezialgebiet. Nee, zumindest dann, wenn ich jetzt mich menschlich mache, was ich jetzt mal mache. Dann müsste ich doch da hinten, müsste gleich Nebel kommen, denn das hier ist ja eine klassische ein klassischer Invader-Bereich, das ist glaube ich auf der PlayStation 4-Version auch so. Oder auf den Next-Gen-Konsolen. Und was ich super angenehm finde, ihr seht es wahrscheinlich schon hier, nicht nur, dass das Ganze mit 1080p Bildauflösung läuft, sondern es läuft auch fast konstant mit richtig hoher Bildrate. Ich sag fast konstant, weil es eben schon ab und zu auch nochmal ein bisschen einbricht, aber das ist gar kein Vergleich. Schon mal gar kein Vergleich mit Bloodborne und auch kein Vergleich zu den alten Versionen. Das ist richtig geschmeidig, nicht immer super prachtvoll, hier sieht es eigentlich ganz gut aus, aber es ist schön, dass Bandai Namco
zumindest die Technik genutzt hat, um das Ganze ein wenig geschmeidiger zu machen. Und was mir übrigens auch, wo wir gerade Bloodborne genannt haben, total auffällt, ist die Tatsache, dass man, wenn man Bloodborne gespielt hat, und das war das letzte, was ich ja gespielt habe, die Sendung mit Ellie eben, die war ja nicht live, die war ja aufgezeichnet, wie ihr natürlich wisst, und dann wechselt man wieder zu Kingsfield, muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man hier ja, nicht zu Kingsfield, das komme ich total durcheinander, dass man hier ja ein Schild benutzen kann und das auch benutzen sollte. Und das Ganze fühlt sich wirklich merklich träger an. Also ihr seht ja gerade, wie ich rolle. So schnell wie in Bloodborne, so geschmeidig geht das leider hier nicht. Aber man muss sich einfach dran gewöhnen. Also als ich den ersten Wechsel gemacht habe, da habe ich echt gedacht, alter Verwalter, es fühlt sich jetzt irgendwie wie ein Panzer an, die Steuerung, im Vergleich zu Bloodborne. Aber muss eben sagen, habe mich dann danach wieder dran gewöhnt. Und finde es eigentlich mittlerweile ziemlich geil. Also weil einfach die old magic still there, so kann man es glaube ich sagen. Hier will keiner mit weg. Gab's hier nicht auch irgendeinen NPC? Denn ich versuche gerade ein bisschen Zeit totzuschlagen in der Hoffnung, dass irgendjemand in meine Welt gesummoned wird. Denn der Bossgegner hier, der kann einem schon auf die Nerven gehen, wenn man nicht schnell genug ist. Ich meine, ich werde es gleich einfach trotzdem probieren, weil ich so unusualisch bin. Ich kann es auch einfach trotzdem mal probieren. Da hinten ist ein Covenant-Mensch, der Zwerg. Der interessiert uns jetzt auch nicht. Wurde ja, glaube ich, auch schon eh zur Genüge durchgenudelt, das Ganze. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Experten, der jetzt auch diese Version noch nicht gesehen hat, ganz interessant, einfach mal den Direktvergleich zu haben. Oder nicht Direktvergleich, aber den erinnerten Vergleich. So ist es wahrscheinlich etwas präziser formuliert. Zwischen der alten Version und der neuen. Und ich wundere mich gerade total, hier war doch irgendwo ein NPC. Ich bin doch nicht bescheuert. Hier geht's auf die Treppe. Ich roll nochmal durch das andere Loch. Oder war der, womöglich oben? Ich weiß es nicht. Warte, ich guck mal einmal kurz in den Chat. Die Gargoyles sind ziemlich easy, wird da geschrieben. Ja, die können einem durchaus auch mal irgendwie nicht so schwer fallen. Ich weiß, aber die können einem auch ganz schön auf den Sack gehen, wenn man nicht schnell genug ist, denn die Gargoyles, das ist der Bossgegner, ohne jetzt hier groß zu spoilern, ihr werdet sie gleich eh sehen, für alle, die sie nicht kennen, der ist ja relativ dann einfach, wenn man sie schnell mit ordentlich Damage fertig machen kann. Aber sobald die Chance haben, ihre Kollegen zu beschwören, ja, funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Aber egal. Ich probiere es jetzt einfach mal alleine hier. In der Hoffnung, dass nachher vielleicht noch einfach welche dazu stoßen. Ich hatte auch gehofft, dass ich jetzt in Menschenform natürlich vielleicht irgendein menschliches Summoning-Sign hier sehe. Ist aber auch nichts. Aber ich gehe nochmal einmal auf den Glockenturm. Vielleicht ist da ja noch ein NPC zu sehen. Ich muss nämlich gestehen, dass ich, als ich das auf der alten Konsole gespielt habe und eben durchgezockt habe und alles, ups, da habe ich fast immer in Todesform gespielt und meistens die Bossgegner halt alleine auch versucht, weil das irgendwie so ein bisschen so ein Ehrending, finde ich, dass man beim ersten Anlauf bei Bloodborne wie bei Souls, ups, ja, einfach gerne mal versucht, die Feinde alleine zu machen. Und entsprechend weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wo jetzt hier Summoning, ach du Fack, Summoning Locations sind. Diese dämlichen kleinen Glockenzwerge hier. Oh, da hätte er mich aber fast mit in den Tod gerissen. Das ist halt auch sofort auffällig, wenn man sich so dran gewöhnt hat, an dieses Regain-System. So, Rufsymbol ist verschwunden. Ach so, deswegen habe ich wahrscheinlich. Lass mich, schlag halt zu, lass mich heilen. Das kann natürlich sein, dass ich deswegen den NPC nicht in meine Welt locken konnte. Also dass dessen Summoning sein, was ich eigentlich. Ach. Okay, dann machen wir es doch. Komm, komm, ich habe jetzt keine Lust hier invaded zu werden. Ah. Ist das ein guter? Ja, ne? Ist ein guter. Ach, wie schön. Jetzt sind wir auch super. Jetzt haben wir hier schon jemanden gefunden.
Ist das eigentlich, ist das jetzt ein... Warte mal, wir machen mal das, was irgendwie dazugehört. Ja, falsche Richtung. Ja, yeah, schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Hier ist das andere Summoning-Sign nicht zu finden, aber hier unten war noch eins. Ich guck noch mal einmal, ich hoffe, der wartet jetzt auf mich. Hier war doch irgendwo, und da ist das NPC-Sign. Wunderbar. Jetzt... Ach, das war jetzt total peinlich. Ja, ich habe vergessen, ich habe es auch gerade im Chat gelesen, das war ein Gegner. Wir haben uns quasi so eine Art Duellverbeugung gerade gegeben. Und der, ja, und der dachte jetzt, ich wollte irgendwie mir einen Kollegen NPC triggern. Ach, das war dumm. Das war echt dumm. Und dann bin ich da runtergefallen, egal, machen wir es nochmal, ist ja kein Problem. Das war jetzt aber echt peinlich. Boah, war das peinlich. Darauf muss ich erstmal, da muss ich erstmal ein Schlückchen vom Hopfensaft nehmen hier. Das war echt, das war jetzt echt niederklassig. Also das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Also hoffe ich mal. So, wir gehen nochmal rein. Ich habe jetzt gerade aber keinen Bock auf ein Battle. Also also eine PvP-Geschichte. Ich hätte jetzt irgendwie mehr Bock, Bossgegner zu legen. Aber das hier ist halt ein ganz beliebtes PvP-Gebiet auch. Ja, mal schauen. Also, wir sind wieder menschlich. Ich bringe mir den jetzt mal eben. Ja, ist ja gut. Also, mir geht's einfach nur, ich will gleich ein bisschen Ablenkung haben bei dem Kampf. Vielleicht klappt's ja auch so. Die NPCs sind ja in der Regel nicht von unfassbarer Intelligenz gesegnet, aber ein wenig Zerstreuung bringen sie dann schon mal. Moment, warte ich jetzt hier einfach nochmal, ob jetzt vielleicht ja noch ein Sign, eben war ja auch eins da, erscheint. Dann sehen wir weiter. Ich hatte zum Beispiel auch eben, als ich hier quasi hingespielt habe für die Sendung, hatte ich einfach total vergessen, dass ich überhaupt dieses Schild habe und bin die ganze Zeit ausgewichen und wurde extrem gemeuchelt, beziehungsweise habe zumindest viel Damage genommen und habe mich da schon gewundert, aber es liegt halt an dieser Bloodborne Gewöhnung, dass man einfach eben mit Rollen alle Konfliktsituationen bewältigt. Ach komm, jetzt gehe ich hin, ich habe es lange genug rausgezögert, scheiß der Hund drauf. Ihr wolltet wahrscheinlich das jetzt auch. Einfach mal sehen, wie wir Bossgegner hier versuchen. Ja, geht ja gleich gut los! Geht ja gleich gut los. Alter, komm jetzt! Gebt mir wenigstens... So. So, ich muss erstmal ein bisschen. So, erster Kollege ist weg. Das war ach dumm. Mann! Das Problem ist, dass der herrenlose Johnny auch gleich ein Toad ist. Okay, wieder ein Fehler nach dem anderen mache ich hier. Alter, ist aufgelockt und trotzdem verbockt. Komm runter, du kleiner Johnny. Fertig gemacht, du alte Kackpritsche. Aber das hat mir jetzt schon natürlich den großen Vorteil gebracht, dass eben, auch wenn der NPC sich in Grenzen gehalten hat vom Schaden, den er gemacht hat. Zumindest er mir die... Ach, da ist ja nur einer. Okay.
Man sollte sich eigentlich auch tunlichst auf einen konzentrieren und natürlich dafür sorgen, dass die Jungs nicht zwischen einem stehen. Oh, die Attacke kenne ich gar nicht. Komm. Jetzt einfach ein bisschen konzentrieren. Das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn man, ohne Witz, wenn man einfach hier sitzt, moderiert und sich konzentrieren muss. Nicht. Komm niemals zwischen den. Zwischen ihn und seine Beute. So, alles gut. Ja, mach du. Komm, dann bleib du da hinten. Ach komm! Ich habe aber auch. Kann mich überhaupt nicht mehr an die ganzen Attacken erinnern. Und hab jetzt noch einen Estus Flask, dann nur noch. Boah, ich spiele gerade echt nicht gut, aber vor allem muss ich auch mal ab und zu mal Treffer landen, sonst habe ich eh gar keine Chance. Aber der andere macht da schön sein Feuergelumpe. Okay. Jetzt muss ich mal. Okay, jetzt habe ich ein bisschen. Ich muss jetzt mal kurz warten, bis mein. Okay, das sollte eigentlich jetzt locker machbar sein. Aber ich habe gerade jetzt so ein bisschen Schiss davor, weil ich ja nur noch meine schimmernden Seelensteine gerade habe und nicht mehr so Instant Heal habe, sondern nur noch dieses. Weg. Ist der andere da hinten? Okay. Beide sind jetzt. Nein! Es ist echt klar. Eins. Na komm, einen Schlag braucht er doch nur noch, der alte. Nein! Jetzt nicht! Jetzt nicht auf den letzten Metern! Okay, macht ruhig, macht eure Feuerspiele da. Okay, Nummer 1. Jetzt sollte, aber ihr kennt das, auf den letzten Metern jetzt kommt genau der Scheiß nämlich, dass man denkt, jetzt gehe ich auf Risiko, aber in diesem Fall, zack. Hört ihr, wie mir die Pumpe geht? Ohne. Danke an den NPC, der mir zumindest so weit geholfen hat. Alter Verwalter. Oh, ja, schön. Ja, also, das ist eben genau, ich sehe auch gerade hier diese Emotions, ich schaue gerade hier im Trailer, ihr habt mitbekommen, wie ich hier gerade abgehe. Das ist nämlich einfach, das ist das Geile. Das ist das Geile an Dark Souls und auch an Bloodborne, dass es wirklich so das Blut in Wallung bringt, weil du diese Kämpfe auf Messerschneide teilweise hast, die, wenn du dir so ein Profi-Walkthrough irgendwie ansiehst, da metzeln die Leute mit Waffen und mit Technik und du siehst, denkst, es sieht so super simpel aus. Und dann spiele ich's und denke, Alter, es ist einfach fucking schwer, aber es macht so einen Spaß. Und dieses Risk-Reward-Ding, also dass du halt wirklich. Es weiß, es geht um alles. Es geht um die 30.000, 40.000 Seelen. Es geht um vielleicht die letzte Menschlichkeit, die du gerade noch hast, um dir vielleicht Leute zu holen. All das kommt dann irgendwie zusammen und gipfelt dann in dem Moment, wo Klinge gegen Klaue irgendwie kämpft. Und du hoffst einfach, dass du den letzten Schlag setzt und nicht der Gegner. Und das ist einfach geil, weil das einfach wirklich Adrenalin pumpen lässt. Das macht richtig Spaß. Und welche Spiele haben das heute noch in der Form? Hier bin ich, jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich schon wieder, ja, da bin ich rausgekommen. Hier geht's jetzt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern jetzt hier. Also es ist echt einfach, ach so, hier bin ich, ja, oder auch nicht. Ich lasse euch zu viel an meinen Gedanken teilhaben, habe ich den Eindruck. Ritualband des Südens, was war denn das nochmal? Gehen wir mal kurz ins Menü. Ich weiß nämlich nicht mehr, was das war. Silberner Schlangenring. Gucken wir uns noch mal kurz die Items an. Das war der mehr Seelen bringt. Den mag ich immer sehr gerne, weil ich natürlich darauf stehe, einfach ein paar mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Der ist auch schön, stellt langsam Trefferpunkte wieder her. Dauert extrem lange, aber
für Leute, die geißig sind mit Estus Flasks oder wie ich in diesem Fall gerade erst 6 Stück haben, ist das eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Das hier natürlich der Chlorantiering, einer meiner wichtigsten und liebsten Ringe, weil er eben dafür sorgt, dass die Ausdauer schneller regeneriert wird. Und wer Bloodborne oder Souls zockt, der weiß, dass das so ungefähr das Wichtigste ist, was es gibt. So, wo ist denn der Ritualband des Südens? Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber, das ist gar nicht so schlecht, denn ich glaube, ich habe noch gar keinen einzigen Zauberslot. Weil mein Bild hier, mit dem ich diese Version spiele, geht ein bisschen mehr, möchte ich wieder in Richtung Stärke und Geschick machen. Und dafür seht ihr da gerade links bei den Attributen, gehe ich so ein bisschen auf Belastung, auf Konditionen natürlich, um agil zu bleiben, auf Stärke, um schwere Waffen zu nehmen und auf Geschick, um auch die nicht so schweren Waffen zu nehmen, aber die besonders gut scalen mit Dexterity. So. Oh, hier ist ja ein Leuchtfeuer. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich hoffe, jetzt habe ich keine Gegner von hinten getriggert. Nein. Wunderbar. Leuchtfeuer, immer ein großer Segen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere... Achso, erst mal rasten, dann erst. Dann waren hier unten doch ursprünglich mal ganz viele Hunde, die einem unglaublich auf den Sack gehen konnten. Und die sind doch bestimmt irgendwie immer noch da. Wie gesagt, wir spielen hier die Scholar of the First Sin Edition und in der haben sich so einige Dinge geändert. Gab's hier nicht auch irgendeinen Trick? Also klar, nicht sterben ist der eine Trick, aber... Nee, habe ich glaube ich so... glaube ich keine Schnitte, das sind einfach zu viele. Ich habe fast den Eindruck, es sind noch mehr, als es vorher war. Ich möchte eigentlich auch am liebsten erstmal meine Seelen eintauschen und das geht ja, wie wir alle wissen... Am besten in Majula, in unserem Hub von Dark Souls 2, also das Basisdorf, in dem sich nach und nach Händler ansiedeln. Also ich rede jetzt ein bisschen auch für alle die vielleicht die Souls-Serie oder Dark Souls 2 noch nicht gespielt haben. Das ist quasi eben meine Basis. Hier kommt ein Schmied hin, mit dem man wunderbar, bei dem man seine Waffen veredeln kann. Ich glaube aber bei meinem Schwert aktuell geht es nicht. Hier kann man... Ausrüstungsgegenstände kaufen und so weiter und so fort. Ne, glitzerndes Titanit fehlt mir einmal für das. Mit normalen Händlern quatschen und sprechen und natürlich auch bei der Smaragdbotin. Heißt die nicht Smaragdbotin hier in diesem Teil? Ja, das kriegen wir mal weg. Kann man auch aufsteigen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich für... Oh! Für 24.000 Seelen kriege ich auf jeden Fall 2 Level. Da ja leider mit jeder Seelenstufe das Seelen... Kontingent, das man für einen Aufstieg braucht, höher geht. Ich mach mal Stärke. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich leveln wollte, ist aber auch egal. Dürfte das nicht für einen dritten reichen? Naja, das ist der Klassiker. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr die Serie gespielt habt. Ein Fitzelchen fehlt. Ein Fitzelchen. In diesem Sinne, in diesem Falle sind es irgendwie jetzt 100 oder 200 Seelen und dafür muss ich jetzt erstmal lästigerweise. Naja, komm, gut, gut, gut. Dafür muss ich jetzt erstmal lästigerweise mir. Eine Seele, ich nehme mal die, um sicher zu gehen, wieder benutzen. In der Hoffnung, dass ich jetzt genügend habe, um diesen letzten Level noch zu machen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal... Ich nehme einfach nochmal Kondition, die ist mir noch nicht gut genug. Jawohl. Noch ein Item, habe ich da gerade extra. Ah, nee, das schimmerte nur. So, so viel dazu. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir können das eigentlich wieder zurückreisen. Aber wir können auch das andere Leuchtfeuer. Was, das ist, soweit ich nämlich weiß, war das ja, glaube ich, gerade ein optionaler Boss, den wir besiegt haben. Und, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja den regulären Weg weitergehen. Und da kommt, glaube ich, jetzt auch so ein Gegner, der nicht ohne war. Die verlorene Sünderin, wenn ich mich recht erinnere. Da war der Weg dahin schon ganz cool, aber der war auch echt nicht ganz easy. Aber das ist so lange her, vielleicht läuft ja heute mal alles gut und besser. So, und dazu mussten wir nicht hierher, sondern, glaube ich, den regulären Weg gehen. Habe ich definitiv schon abgegast. Hier war doch auch ein Gegner irgendwo. Ah, da.
kennt ihr, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Manchmal geben die Leute ja gute Tipps und manchmal auch Scheiß-Tipps, nämlich spring runter, hier ist ein geiles Item und in Wirklichkeit wartet da nichts außer dem Jenseits. Da war ich auf jeden Fall auch schon. Da brauche ich nicht nochmal hingehen. Daran erinnere ich mich. Und hier war wieder das, was ich eben bei Bloodborne auch gesagt habe. Dieses Kamera nicht drehen, weil man zu faul ist, mit dem rechten Finger irgendwie den Analogstick zu benutzen. Bam. Dann hat man mal Übersichtsprobleme. Ups. Das sind ja auch ganz fiese Nazi-Priester hier, diese Kollegen. Also zumindest die innen leuchten. Ah, aber wenn man es gut timet, dann nicht. Wunderbar. Weil die können sich ja so scheppig auf den Boden werfen. Und da so einen kolossalen Damage machen. Warte nochmal. Ah ja. Was sich ja voll gelohnt jetzt, weil da natürlich kein Gegner war. Genau, das ist hier so auch ein Geheimgang. Deswegen, das war ein sinnvoller Spruch, Illusion voraus. Das sind ja diese Phantomwände, die man hier noch und nöcher findet. Oh. Und hier sind wir jetzt wieder im Bereich des Gegner, die... Alter, gut gemacht. Die... Die, glaube ich, im Original nicht an dieser Stelle waren. Hier der Verfolger. Oder Penetrator, glaube ich, wie er im Original hieß, der verfolgt ein an immer das ist, glaube ich, der Seelensauger, ne? Das ist richtig scheiße. Das war auch richtig scheiße. Nein! Ich dachte, ich wäre sicher. Ah, ich dachte, das wäre... Okay, wir haben eine kleine Rechnung offen, meine lieben Freunde. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich diesen kleinen Kackpriester hier nicht fertig gemacht habe. Ah, der alte... Verfolger. Aber das schaffen wir. Ist eigentlich nicht so schwer. Das war einfach wieder schlechtes Timing. Ich dachte, ja, yeah, cool. Hätte ja auch klappen können. Er hätte jetzt ja auch einen anderen Schlag machen können. Einen etwas harmloseren, der mich nicht sofort total fertig macht. Aber er hat leider gerade die schlimme Schlagabfolge gemacht. Ich war nicht weit genug weg und dachte, ich könnte da ganz geschmeidig einfach meinen Flakon lernen. Pustekuchen. Egal. Kriegen wir hin. War ja auch nicht so weit weg. So, dann geht's nach oben. Das war diese Attacke, die ich meinte. Ganz locker bleiben, nicht normal sterben, das wäre es. Aber das ist genau, das ist das Geile an den Souls-Spielen, dass eben vermeintlich super easy, einfache, simple Situationen plötzlich einen wirklich Nerven kosten, weil man eben jetzt, wie ich jetzt hier ungeduldig mal wieder zurück möchte, dahin, wo man gerade gestorben ist, und dann macht man sich das Leben einfach künstlich schwer. So, wo war es hier? Da macht man sich das Leben künstlich schwer, einfach nur, weil man ungeduldig ist und nicht in Ruhe und mit Bedacht vorgeht. So. Und jetzt nochmal im Penetrator. Das kann nicht sein. Der hieß doch Penetrator, oder? Vielleicht. Also ich weiß, dass er im Deutschen Verfolger heißt. Nein. Und wenn er seinen blöden Blaue... Alter, schlecht gerollt. Hätte ich einfach stehen bleiben sollen. Jetzt aber. Nicht für den gleichen Tod sterben. Ach Mann! Ah! Nein!
Leute, ey. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, dieses Spiel hier allein zu zocken. Eigentlich müsste man das wie knallhart durchgenommen wie Bloodborne machen, das Pad weitergeben. Weil das ist. Ach. Wir machen jetzt eine kurze Werbung. Ich werde noch mal ein bisschen trainieren gehen, in der Hoffnung, dass wir uns gleich mit einem fantastischen Sieg wiedersehen. Also in diesem Sinne, holt euch ein Bier oder geht nach draußen, das Wetter ist fantastisch. Oder bleibt natürlich mit mir in der Welt von Scholar of the First Sin. Bis gleich.